Die Bundesbank hat vor einigen Wochen gewarnt, die Immobilienmärkte seien überhitzt. Auch sonst hört man in den letzten Monaten immer wieder Äußerungen, es gäbe eine Immobilienblase, die jetzt platzen würde. Oder es gäbe einen Immobiliencrash. Als Alternative wird dann oft der Aktienmarkt genannt. In diesem Video schauen wir uns an, wie die Realität in 2022 wirklich aussieht, welche Rückschlüsse du daraus für deinen Vermögensaufbau ziehen kannst und was du jetzt ganz konkret tun kannst. All das gleiche Video, also bleib dran, denn gleich nach dem Intro geht's los. Ich begrüße dich ganz herzlich hier auf dem YouTube-Channel der AMS Firmengruppe zum Video, das wir am 13.03. hochladen 2022 und am 3.03. drehen. Ich bedanke mich erstmal für eure Reaktionen und das Feedback zur Frage des Sprechtempos, die ich im vorletzten Video vom 27.02. gestellt habe. Wir werden versuchen, die Anregungen nach und nach umzusetzen bzw. auszuprobieren. In einem der Kommentare war zu lesen, dass die Blumen, die wir hier ab und zu zur Deko stehen haben, stören. Heute also mal ohne Blumen. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Mit oder ohne Blumen. Vor einigen Tagen bekam ich mehrere Mails von Mandanten und Zuschauern, die die Warnung der Bundesbank aus dem Februar 2022 zum Inhalt hatten. Dort hat die Bundesbank gesagt, dass Immobilien in Städten überbewertet sein könnten. Natürlich hat die Journalie dann reißerische Headlines daraus gemacht. Im Spiegel gab es zum Beispiel die Überschrift, Immobilien in Städten sollen bis zu 40% überbewertet sein. Im Artikel selbst wird dann sehr viel differenzierter darüber gesprochen. Aber ich wurde auch an die vielen Beiträge erinnert, auch und gerade hier auf YouTube, die sich seit Monaten immer wieder mit dem drohenden Immobiliencrash in Deutschland beschäftigen und vor dem Platzen der angeblichen Blase warnen. In diesem Video sprechen wir darüber, was tatsächlich in den ersten Wochen des Jahres 2022 an den Märkten passiert ist. Zur generellen Frage, ob die Preise wirklich zu hoch sind und was bei Immobilieninvestments aktuell zu beachten ist, haben wir schon einige Videos veröffentlicht. Unter anderem das Video mit dem Titel Immobiliencrash, wie geht es am Immobilienmarkt weiter vom 17.10.2021, in dem wir auch 5 Empfehlungen für deinen Vermögensaufbau mit Immobilien geben. Und das Video verlinken wir auch im Abspann nochmal. Von vielen dieser Experten in Anführungsstrichen wurde und wird immer wieder die Anlage in Aktien als sinnvollere und sichere Alternative zu Immobilieninvestments angesehen, deren Preise laut dieser Experten durch Zinssteigerungen und demografische Entwicklungen einbrechen sollen. Das heißt, nach Meinung dieser Fachleute hätte schon längst umgeschichtet werden sollen, raus aus Immobilien und rein in Aktien. Der oft gehörte Tipp war also, Immobilien zu verkaufen und Zehntausende oder Hunderttausende Euro stattdessen in den Aktienmarkt zu investieren. Auch in meinem Umfeld habe ich immer stärker wahrgenommen, dass mehr und mehr Privatleute Depots eröffnet haben und in den Aktienmarkt investieren, ohne wirklich zu wissen, was sie tun. Das heißt, ohne die eigene Verlusttragfähigkeit zu prüfen. Denn überall hören sie, dass man an der Börse in jedem Jahr locker 8-20% Rendite machen kann. Verluste werden kaum erwähnt. Vor einigen Tagen rief mich ein Bekannter an, der seit 2 Monaten, also seit Jahresanfang, einen ETF-Sparplan hat und enttäuscht und erstaunt beklagte, dass seine ETFs im Minus sind. Deutlich zu merken war, dass er sich über Verluste nicht wirklich Gedanken gemacht hatte. Gerade bei Sparplänen sind Schwankungen ja nicht so schlimm, aber viele Anleger haben sich vorher eben nicht ausreichend mit dem Thema beschäftigt und sind bei längeren Verlustphasen irritiert, um es mal vorsichtig auszudrücken. Als ich neulich wieder so einen Beitrag über den kurz bevorstehenden Crash bei Immobilien und die Flucht in Aktien gehört habe, musste ich doch etwas schmunzeln angesichts der tatsächlichen Entwicklungen 2022 und bat unseren Werkstudenten mal die Entwicklung einiger wichtiger Aktienindizes 2022 herauszusuchen. Der S&P ist so ein Index, der die Aktien der 500 größten börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen beinhaltet und von der Ratingagentur Standard & Poor's herausgegeben oder veröffentlicht wird. Am 31.12.2021 stand der Index bei 4.766,18 Punkten. Heute am 3.3., kurz bevor wir mit dem Dreh begonnen haben, steht er bei 4.389. Das bedeutet ein Minus von 8,02% in gut 2 Monaten. Wie gesagt, das sind Werte von heute. Am 13.3., wenn das Video veröffentlicht wird, werden die Werte etwas anders sein.
Auch sehr bekannt ist der MSCI World, ein globaler Aktienindex, der die Kursentwicklung von rund 1600 Aktien aus 23 Industrieländern abbildet und vom US-amerikanischen Finanzdienstleister MSCI herausgegeben wird. Also ein sehr breiter, weltweiter Index, in den auch ganz viele Anleger mit einem monatlichen Sparplan investieren. Und ich sage hier nicht, dass das falsch ist. Zu Jahresanfang stand der MSCI World bei, jetzt gucke ich hier gerade, 3.231,727 Punkten. Heute bei 2.964,24 Punkten. Das ist ein Verlust von 8,28%, also ähnlich wie beim S&P. Kommen wir zur Nasdaq, der größten elektronischen Börse der USA. Sie wird auch oft als Technologiebörse bezeichnet, weil viele Firmen aus dem Technologiesektor diese Börse wegen geringerer Anforderungen und Kosten bevorzugt haben. Der Nasdaq 100 Index besteht aus den 100 Technologieaktien mit der höchsten Marktkapitalisierung, beispielsweise Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Alphabet und so weiter. Zum Jahresanfang 2022 stand der Index noch bei 15.884,86 Punkten, aktuell bei 13.690,64 und das ist sogar ein Minus von 13,49%. Zum guten Schluss noch der bekannteste Index aus Deutschland, der DAX, der die Wertentwicklung von 40 Unternehmen widerspiegelt, die die größte Marktkapitalisierung hier in Deutschland haben. Zusammen repräsentieren sie 80% der Marktkapitalisierung börsengehandelter Aktiengesellschaften bei uns. Der DAX stand zum Jahresanfang bei 15.884,86 Punkten, aktuell bei 13.690,64 und das ist auch ein Minus von 13,81%. Natürlich will ich mit der Auflistung der Performance in diesem kurzen Zeitfenster von 2 Monaten nicht sagen, dass du überhaupt nicht in Aktien investieren solltest. Mir geht es um den Vergleich mit den angeblich so hoch bewerteten und vom Crash bedrohten Immobilien. Einen Verlust von 8 oder 13% bei unseren Immobilien zum Beispiel oder denen unserer Mandanten konnte ich in diesem Jahr noch nicht feststellen. Im Gegenteil, nach wie vor haben wir auch 2022 steigende Preise bei Immobilien in vernünftigen Lagen und in gut vermietbaren Lagen. Und weiterhin auch eine hohe Mieternachfrage. Die Nachfrage durch Investoren ist so stark, dass die meisten interessanten Objekte schon nach wenigen Tagen reserviert und vom Markt sind. Ich hätte mir ehrlich gesagt eine kleine Abkühlung des Immobilienmarktes gewünscht und sicherlich kommt die auch irgendwann. Aber dann sprechen wir nicht über 8 bis 13% Einbruch bei Preisen. Überhaupt kommen solche Schwankungen bei Immobilien in so kurzer Zeit aus verschiedensten Gründen nicht vor, was die Prophezeiungen vom Crash und einer Blase bei Immobilien sowieso relativiert. Man stelle sich mal vor, bei Immobilien hätte es einen solchen Wertverlust von 8 bis 13% in wenigen Wochen gegeben, da hätten wir ganz andere Schlagzeilen. Nun könnte man entgegnen, dass so ein schreckliches Ereignis wie der Krieg in der Ukraine nicht vorhersehbar war und dem stimme ich auch zu. Auch ich habe es nicht für möglich gehalten, dass so ein schrecklicher Krieg mitten in Europa ausbrechen würde und ich hoffe, dass die Kampfhandlungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Videos endlich eingestellt wurden. Aber die Aktienmärkte sind auch vorher schon deutlich ins Minus gerutscht, unter anderem wegen der Sorge vor Inflation und steigenden Zinsen in den USA und wegen Problemen bei Lieferketten. Der vermeintlich sichere Hafen in Anführungsstrichen Aktien hat sich also als tatsächlich volatil und unsicher erwiesen. Und Immobilien haben sich als sicher erwiesen. Denn auch unerwartete Ereignisse wie Naturkatastrophen und andere Tragödien kommen leider immer wieder in der Welt vor und beeinflussen unsere Geldanlagen, sodass es schon Aussagekraft hat, welche Anlageklasse in so einer extremen Situation wie reagiert. Und genau in so einer tragischen Extremsituation haben sich Immobilien in Deutschland aktuell wieder einmal als sicherer Hafen und Stabilitätsanker bei der Vermögensanlage erwiesen. Ich sage das nicht aus Besserwisserei, sondern um dir Mut zu machen, deinen Vermögensaufbau und die Anlage deiner Vermögenswerte viel differenzierter zu betrachten und anzugehen, als Trends und Schlagzeilen zu folgen. Und wenn du doch keine Immobilien hast, solltest du darüber nachdenken, in diesen Bereich zu investieren, um ein stabiles Standbein für unsichere Zeiten zu haben. Unsere Welt ist differenziert und kompliziert, deshalb gibt es auch keine simple und renditeträchtige Geldanlage wie früher Sparbücher oder Bundesschatzbriefe. Wobei auch damals, vor 30 Jahren, Sachwerte interessanter waren als Geldanlagen, aber das nur mal am Rande. Einige aus meiner Sicht wichtige Aspekte dabei, die ich auch in meinen Beratungsgesprächen mit Mandanten bespreche, möchte ich hier zum Schluss kurz nennen. Die erste Frage ist, was ist dein Ziel, Vermögensaufbau oder Vermögensanlage bzw. Vermögenserhalt?
Es ist ein Unterschied, ob du monatlich investieren und Vermögen aufbauen willst oder ob du 2 oder 3 Millionen hast, zum Beispiel, die du anlegen möchtest. Zweitens, wenn du Anlagekapital hast, ist nach wie vor eine Streuung in verschiedene Anlageklassen wichtig. Das wird zum Glück auch von vielen anderen seriösen Beratern immer wieder gepredigt, allerdings selten befolgt. Deshalb ist die Aussage immer wieder sehr wichtig. Folge nicht irgendwelchen Trends, sondern streue dein Vermögen natürlich schwerpunktmäßig in Sachwerten, so wie wir es seit über 20 Jahren empfehlen. Nicht erst seit der Gedanke so populär ist wie in den letzten Monaten. Wer zum Beispiel aktuell zu Beginn des Jahres 2022 10-15% in Edelmetallen angelegt hatte, konnte Verluste bei Aktien zum Teil oder ganz durch Gewinne bei Edelmetallen ausgleichen. Und genau das ist der Sinn einer Vermögensallokation. Achte auch innerhalb von Assetklassen auf Streuungen, seien es Aktien oder Immobilien. Auch da gibt es defensivere oder konservativere Strategien oder Anlagen oder Objekte. Natürlich kann es im Einzelfall auch mal sinnvoll sein, Immobilien zu verkaufen, um eine bessere Streuung zu erreichen. Wenn du beispielsweise mehrere Objekte besitzt und damit ein höheres sechsstelliges Vermögen, Nettovermögen aufgebaut hast, dann wäre dein Vermögen wahrscheinlich langfristig zu einem zu hohen Anteil in Immobilien investiert. Dann kann es interessant sein, Objekte zu verkaufen, wenn sich die Gelegenheit bietet, die Wohnung zum Beispiel bezugsfrei wird und du die Voraussetzungen für einen steuerfreien Verkauf erfüllst. Auch wir als AMS-Firmengruppe verkaufen regelmäßig Wohnungen für Mandanten. Das gehört zu unserer Betreuung und Beratung für unsere Kunden dazu. Und dann kannst du den Gewinn oder Teile des Gewinns in andere Assetklassen investieren, um nach der Phase des Vermögensaufbaus mit Immobilien eine bessere Streuung zu erreichen. Aber das erfordert jeweils eine individuelle Betrachtung. Mein dritter Punkt ist, jetzt muss ich mal ein bisschen runterscrollen hier, Geldanlage ist ein Marathon, kein Sprint. Mache dir, wie eben gesagt, vorab Gedanken zu deinen Zielen und zur Streuung und switche nicht ständig hin und her. Es gibt nicht umsonst den Spruch, hin und her macht Taschen leer. Es ist natürlich sinnvoll, die Strategie von Zeit zu Zeit zu überprüfen und nachzujustieren, aber nicht permanent. Viertens, von der Geldanlage muss der Vermögensaufbau unterschieden werden. Wenn noch kein hohes Nettovermögen von mehreren 100.000 Euro vorhanden ist, geht es meist um Vermögensaufbau. Und nach wie vor hat eine vermietete Immobilie den Vorteil, dass du schneller Vermögen aufbauen kannst, weil du erhebliches Fremdkapital nutzen kannst. Für eine vermietete Wohnung gibt dir die Bank zum Beispiel 200.000 oder 250.000 Euro Darlehen. Bei Kauf von 2 Wohnungen sind es dann schon 500.000 Euro. So hohe Darlehen bekommst du für Aktienkäufe nicht. Und gerade in Zeiten höherer Inflation, die wir haben, sind Immobilieninvestoren mit Verbindlichkeiten auf der Gewinnerseite, weil die Inflation die Bankdarlehen entwertet. Deine Mieter bezahlen die Zinsen und auch einen großen Teil der Tilgung und so baust du Vermögen auf. Das hört sich natürlich jetzt einfach an, ist aber im Detail ähnlich wie bei Aktienanlagen komplex und komplizierter. Aber absolut machbar, vor allem wenn du gute Berater und Dienstleister hast. Denn, das ist auch ein wichtiger Punkt, es gibt nicht den Immobilienmarkt, das vergessen viele sogenannte Experten auch immer wieder, sondern viele Teilmärkte und Segmente. Es gibt Wohnen und Gewerbe. Bei Wohnen gibt es unter anderem Einfamilienhäuser und Wohnungen. Es gibt völlig unterschiedliche Lagen. Großstädte wie Hamburg, München, Berlin, Frankfurt, deren Randgebiete und Einzugsbereiche. Du kannst auch in C-Lagen oder D-Lagen mit etwas höherer Mietrendite und geringeren Wertsteigerungsperspektiven investieren. Und es gibt natürlich auch sehr schlechte Lagen mit Leerständen und Abwanderung etc. Bei der Immobilieninvestition ist also Detailkenntnis und Detailprüfung gefragt in Abstimmung mit deinen Zielen. Natürlich gibt es auch Schwankungen bei Immobilienpreisen, das ist gar keine Frage. Nicht so starke Schwankungen wie bei Aktien, aber unterschiedliche Entwicklungen. Es gibt Phasen, in denen Immobilien generell stärker im Wert steigen und Phasen, in denen Immobilienpreise weniger stark steigen, seitwärts laufen oder in Teilmärkten sogar sinken. Ich habe das seit meinem ersten Wohnungskauf 1991 alles erlebt und gerade zu Anfang einiges unfreiwillig ausprobiert und Fehler gemacht. Wenn du dir das gerade in diesen anspruchsvollen Zeiten ersparen willst und Interesse an vermietungssicheren Lagen mit Rundum-Service hast, dann melde dich gern bei uns, entweder über unser Kontaktformular in der Beschreibung oder schreib uns eine Mail an info@ams-gmbh-online.de. In jedem Fall lade ich dich ein, unseren YouTube-Kanal hier zu abonnieren und ganz wichtig, die Glocke zu aktivieren, um weitere Infos und News zur Anlage in Immobilien zu bekommen. Dadurch kannst du kostenlos von unserer über 20-jährigen Erfahrung in verschiedenen Marktphasen profitieren. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn du diesem Video ein Like gibst für uns und für den Algorithmus.
Was mich auch interessieren würde, wie sieht deine aktuelle Vermögensverteilung prozentual aus? Schreib es uns doch gern in die Kommentare und auch, warum du dich so entschieden hast. Im Abspann haben wir wieder zwei Videos für dich verlinkt. Zuerst das schon im Beitrag erwähnte Video Immobiliencrash. Wie geht es weiter im Immobilienmarkt mit den 5 Tipps, wie du jetzt noch Vermögen mit Immobilien aufbauen kannst? Und als zweites ein Vermögensvergleich nach 15 Jahren zwischen Immobilie und ETF-Sparplan, den wir am 22.03.2020 veröffentlicht haben. Schau dich auch gerne bei den anderen Videos auf unserem Kanal um. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen und Zuhören, wünsche dir alles Gute, vor allem bleib gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Dein Heiko Kleischewski.